Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Die Glocken läuten in Walsensee und in Französisch Buchholz und überall in Berlin. In Deutschland und überall da, wo es 6 Uhr ist, Zeit für das Abendgebet, Zeit für das Angelusläuten, Zeit, eine Kerze anzuzünden und daran zu denken, dass wir alle verbunden sind, auch wenn wir in unterschiedlichen Häusern sind und Wohnungen. Zeit für uns und Zeit für Gott. Wir sind hier, Gott ist da und das genügt. Wir wollen beten. Am Abend gingst du durch deine Schöpfung, o Gott. Du riefst den Menschen im Schmerz der wissenden Liebe. Am Abend dieses Tages kommst du auch zu mir und rufst meinen Namen. Hier bin ich, Gott. Der Tag hat mich müde gemacht. Der Staub dieses Tages hat mich befleckt. Die Dornen der Welt haben mein Gewand beschädigt. Mach mich froh durch deine Gegenwart. Lass mich ruhen an deinem Herzen. Du treue, erbarmende Liebe. Amen. Der Psalm für diese Woche, das ist der Psalm, den alle auswendig kennen, weil sie ihn lernen mussten. Ich habe ihn damals gerne gelernt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Zu diesem Vers aus dem Brief an die Galaterinnen und Galater habe ich eine Geschichte gefunden aus dem Orient. Durch eine Oase ging ein finsterer Mann. Er war so verbittert in seinem Charakter, dass er nichts Gesundes und Schönes sehen konnte, ohne es zu verderben.
Am Rand der Oase stand eine junge Palme in bestem Wachstum. Die stach dem finstern Mann in die Augen. Da nahm er einen schweren Stein und legte ihn der Palme mitten in die Krone. Mit einem bösen Lachen ging er danach weiter. Die junge Palme schüttelte sich und bog sich und versuchte, die Last abzuschütten. Vergeblich. Zu fest saß der Stein in der Krone. Da krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden und stemmte sich gegen die steinerne Last. Er senkte seine Wurzeln so tief, dass sie die verborgene Wasserader der Oase erreichte, und stemmte den Stein so hoch, dass die Krone über jeden Schatten hinausreichte. Wasser aus der Tiefe und Sonnenglut aus der Höhe machten eine königliche Palme aus einem jungen Baum. Nach Jahren kam der Mann wieder, um sich an dem Krüppelbaum zu freuen, den er verdorben hatte. Er suchte vergebens. Da senkte die stolzeste Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte zu dem Mann: Ich muss dir danken. Deine Last hat mich stark gemacht. Laudate omnes gentes, lobt Gott ihr Völker alle. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 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 Miteinander und füreinander wollen wir beten. Und wer möchte, kann sein Gebetsanliegen in die Kommentare schreiben. Wir denken dann gemeinsam daran und tragen es. Unser Abendgebet: Steige auf zu dir, Gott, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag, dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Wir denken an diesen Tag, was schwer war und was leicht, was wir geschafft haben und was unvollendet blieb. Wir denken an unsere Unsicherheiten und das, was uns Hoffnung macht. Wir denken an unsere Lieben und an die, um die wir uns sorgen. Du siehst unser Herz. Du bist uns nah. Was uns bewegt, das bringen wir in der Stille vor dich. Wir beten für einsame Menschen ohne Familie. Wir beten für die, die unachtsam werden und unvorsichtig und ungeduldig. Schenke ihnen die nötige Achtsamkeit und geduldiges Herz. Wir beten für die Kranken, für die Sterbenden, alle, die sie begleiten. Und wir beten für die, die nicht mehr beten können oder wollen.
Alles, was uns bewegt, legen wir in die Worte, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott, alleine. Guter Gott, und nun segne uns und segne deine arme Welt. Berge uns und rette uns. Und lass uns in diesen Abend gehen, voll versöhntem Frieden, in deiner Liebe. So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und er schenke uns seinen Frieden. Amen.